Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi. Das bin ich. Heute für euch Willi in Gefahr. Was heißt Willi in Gefahr? Ich zeig's euch. What? Alter, hab ich mich erschreckt. Oh, was ist das denn Feines? Ein Löschrucksack. Und den werde ich jetzt für euch testen. Ist das unsere Neuanschaffung bei uns in der Feuerwehr? In der Feuerwehr. Problem ist, wir haben nur ein TSF. Das heißt, TSF hat ein bisschen wenig Wasser an Bord. Ungefähr 10 Liter in der Kübelspritze, das war's. Und wir haben sonst nicht viel Wasser dabei. Ein MTW hat meistens auch nur Wasser für die AGTs dabei, sonst auch nichts. Auch eine Kübelspritze, manchmal noch. So, mit diesem Löschrucksack sind wir in der Lage, dass wir wenigstens 20 Liter dabei haben. Okay? Und ich gucke mir das jetzt mal an. Ich werde es mal hier auseinandernehmen. Ich werde jetzt mal 20 Liter Wasser reinmachen und gucken, wie das funktioniert. Weil ich erhoffe mir davon, dass wenn ich das benutze, wir mal eben schnell Entstehungsbrände, ne, ein BA1 auch ein BA1 bleibt. Und nicht eskaliert zum BA2 oder 3. Ne? Versteht ihr? Also für einen schnellen Angriff, um schnell da zu sein, um auch vielleicht mal über längere Wegstrecken, wo kein Wasser ist oder vielleicht auch ein Tanker gar nicht hinkommt, mit einem Löschrucksack hinflitzen. 20 Liter kann man, glaube ich, schon ein bisschen was anstellen. Und wir testen es jetzt mal gemeinsam, okay? Marvin ist hinter der Kamera und ich jetzt gleich in Gefahr. Los geht's. Der Rucksack ist jetzt voll mit 20 Litern Wasser. 20 Liter Wasser sind ungefähr 20 Kilo. Geht. Wer AGT ist, sagt, egal. So. Ding ist voll, jetzt wollen wir mal testen. Und ich wollte schon immer mal sagen, möge die Macht mit dir sein. So, wir gucken mal, was hier jetzt rauskommt. Und zwar einfach durch Pumpbewegung wird das Ding, legen wir los, okay? Komm mal mit. Und man hat ja auch so zwei feine Düsen dran. Oh, ich denke mal, wenn ich jetzt rumlaufe, mache ich so flächenbrandmäßig. Ja, ich finde, ist simpel. Man kann hier noch was verstellen. Guck mal, was dann passiert. Oh, Sprühstrahl. Geil. Die Pumpe ist noch ein bisschen und wir gucken mal, wie lange das hält. Oh, der Rasen war noch nie so sauber, sage ich dir. Und wichtig ist, ne, wer Ghostbusters geguckt hat, weiß das. Nie den Strahl kreuzen, wenn ihr zu zweit arbeitet. Das wird gefühlt gar nicht weniger hinten. Drehen wir nochmal um. Zack. Man kommt doch ganz schön weit. Das sind bestimmt 1, 3, 4, 6, 7, also 10 Meter, kein Problem, oder? Oh, ist aber echt warm, ne? Alter. Oh, ich bin Sprühstrahl. Ah. Das ist aber auch interessant, ne? Wie hoch kommen wir denn? Die Vögel müssen ausziehen. Also auf alle Fälle auch ein richtig geiles Bizeps-Training. Nicht umsonst habe ich Arme wie ein Braunkohlebagger. Die kam gerade erst. Oh. Gut, jetzt weiß man, warum man truppweise vorgehen muss, weil irgendwann fällt der eine gleich aus. Wie gesagt, für Waldbrandansätze glaube ich sehr gut und für das nächste Feuerwehrfest auf alle Fälle im Sommer.
Und den nächsten Pumpgun-Bazooka-Krieg im Garten gewinnt man damit auf alle Fälle. Weil du musst nicht tanken. Das wird gar nicht weniger, Marvin. Jetzt mal ablösen. Achso, und ihr habt gesehen hier, verstellbar, ne, ähnlich wie bei den AGTs. Kann man stramm einstellen. Oder hier. Auch, ne, das hier und so, zack. Wie viel sind da noch drin? Also jetzt ist schon leichter. Oh, so 5 Liter werden da wohl noch drin sein. Willst du auch mal? Los. Ey, Rache ist süß. Sollen wir es hier mal ordentlich machen, ne? Wie gesagt, obwohl er jetzt keine Muskeln hat, kriegt er es trotzdem hin. Stopp. Hier. Was ist das denn Tolles? Komm mal rauf. So, dann kannst du mal den anderen nur mal runter. Sag mal, welchen Strahl hattest du gerade? Pumpen einmal bitte. Also voll. Nochmal Sprühstrahl. Okay. Gucken, was jetzt passiert. In die eine Richtung zieht, kommt Wasser raus. Und wenn ihr drückt, auch. Ne? In beide Richtungen. Also nicht nur wie bei einer Wasserpistole immer in die eine Richtung. Psch, 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 sondern psch, psch, psch. Super, ja, dann machen wir leer. Also wie man jetzt hier sieht, wichtig ist dafür, ist für mich und deshalb auch die Anschaffung, wie gesagt, über den Förderverein nochmal an alle Förderer schönen Dank. Ne, sowas kaufen wir von dem Geld. Oh, leer. Sowas ist halt schön, wenn man eben mal schnell einen kleinen Entstehungsband. Ich kann mir das auch vorstellen, für Mülleimer, umgeschneit hingelaufen, fertig. Ne? Denke ich mal, mit 20 Litern, das sind 2 Kübelspritzen voll. Wenn nicht sogar noch mehr, weil die Kübelspritzen im Transport schwappen die ja meist. Das Problem hat dieses Täschchen nicht, weil es ja hier verschraubbar ist. Ne? Und ja, ich wollte mal reingucken, so sieht das dann aus. Ja. Ne? Also, upsie. Das ist halt schon ordentlich verarbeitet, ne? Dicke Nähte, dicker Stoff, Reflektoren drauf, 20 Liter kommen hier rein. Super, das Ding kann man ja auch ranhängen, glaube ich, ne? So, zack. Jetzt habe ich natürlich nur eine Hand, das ist schlecht. Naja, aber wenn er so, kann er auch mal schnell durch den Wald laufen und ich sag mal, auch gerade wenn da so Stellen sind wie, wir haben es nicht selten, Moorbrand bei uns in der Gegend, dann kann man sagen, du nimmst den Rucksack, ihr geht zu zweit los mit dem Trupp. Und geht da Kunden und wenn ihr was seht, könnt ihr gleich, was ihr findet, ausmachen. Ne? Okay. Marvin, gut, ist echt eine Pumpe. Ja, geil, ne? Nicht nur eine Luftpumpe. Sauber. Marvin, schönen Dank. Und ja. Was über Marvin gleich im Nachspann nochmal. Marvin, die zweite, erzählen wir was von sich. Und ja, schönen Dank fürs Zuschalten. Zuschauen. Alles klar, ja, ohne ihn. Ne? Also, schönen Dank und bis zum nächsten Mal. Ne? Euer Feuerwilli. Bis dann. Marvin. Das bin ich. wie lange, wann hast du Truppmann gemacht? Vor 3 Jahren ungefähr, glaube ich, ne? Ja, genau, 2015 habe ich meinen Truppmann gemacht. Okay, ich sage, jetzt kommt eine Spontanfrage, unvorbereitet. Warum bist du bei der Feuerwehr? Warum bin ich bei der Feuerwehr? Weil ich damals, als ich kleiner war, schon die roten Autos gesehen habe und mir mal gedacht habe, so cool willst du auch mal sein, da willst du mitmachen. Ja, da ganz kurz hat er bestimmt Fastback das Auto gesehen von uns. So oft durch Hälfte. Und dann bin ich mit 10 gleich zur Jugendfeuerwehr und dann mit 16 gleich in die aktive Feuerwehr. Und bin dann auch mit 17 gleich stellvertretender Jugendwart geworden. Super. Und du hast auch Lehrgänge, hast du? AGT bist du auch schon, ne? Ja, ich habe Funker gemacht dann als nächstes. Danach kam der AGT-Lehrgang mit 18. Und jetzt war ich vor 3 Wochen erst auf dem Truppführer-Lehrgang in Celle. Ui,
Ja. Gut, hat Spaß gemacht, ne? Ja. Truppführer ja, übrigens. Ein paar Wochen. Ja. Bitte keine Details, die Kamera läuft, ne? Aber Truppführer einer für mich der besten Lehrgänge, so, ja, ne? Wie gesagt, ich finde so auch Zelle, Leu, bei uns ist die zuständige Feuerwehrschule für Niedersachsen. Also ich finde das super, was die Ausbilder da, die Dozenten da so uns allen vermitteln. Das ist schon echt gut. Das macht echt richtig Spaß. Gerade Truppführer. Ja. Ja. Nee, so, schön. Wo die Reise noch hingeht. Und Thema Kameradschaft, wie ist die bei euch? Ach, wunderbar. Also läuft alles. Sind das alle für einen und einer für alle halt, ne? So wie es halt in der Feuerwehr ist. So ist es, genau. Kameradschaft ja groß geschrieben. Ja, stimmt. Das sind richtige Freunde, das heißt, wenn man mal auch mal jemanden braucht und wenn es nur dafür zum Getränkekiste hochtragen ist. Oder beim Umzug oder so mal. Ja, beim Umzug, bei der Feier, wenn man nicht weiß, mit wem man reden soll. Bei der Feuerwehr gibt es immer mindestens einen, der Zeit hat. Mindestens. Jeden Tag. Wollen wir es mal probieren? Wollen wir mal jemanden anrufen? Nee. Okay, nein, wir wollen. Nee, wie gesagt, kann ich euch nur empfehlen, Feuerwehr schön. Marvin? Ja. So, spontan finde ich gut. Marvin, schönen Dank für die Hilfe. Ich meine, du hattest jetzt heute auch einen langen Tag. Ja, kein Problem. Ich gehe so ein bisschen schneiden. Gerne. Alles klar. So, macht's gut, ihr Lieben. Ne? Bis dann. Marvin und Feuerwehr Willi. Bis dann. Ciao.